willkommen zu einem ganz besonderen Video heute. Ihr seht schon, wir hoffen, das Video wird nicht gesperrt, weil wir sind jetzt hier gerade backstage im Heidepark unterwegs. Und zwar bei der Buku. Und wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Denn Nathalie, was machen wir? Wir werden heute Erschrecker sein. Scare Actor oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Zum allerersten Mal. Das ist schon so ein geheimer Traum von uns schon länger gewesen, sowas selber mal zu machen. Warum haben wir das noch nie gemacht? Warum heute erst? Aber besser spät als nie. Wir freuen uns total über diese Gelegenheit. Wir werden versuchen, so viel wie möglich für euch mitzufilmen, damit ihr euch auch mal angucken könnt, wie sowas funktioniert, wie die Prozesse davon sind. Und ich würde sagen, auf geht's. Los geht's. Ja, wir stehen jetzt hier mit Jan. Jan, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du eigentlich? Was machst du hier bei der Buku? Ich bin Jan, ich bin Mitgründer der Buku. Ich habe 2004 die Buku gegründet mit zwei weiteren Freunden. Ich bin im Moment erster Vorsitzender und Creative Director, also verantwortlich für die Storys, Logos, Sound und so weiter. Und ich habe ein bisschen schlechte Stimme, weil ich habe gestern den Morten gespielt, also wundert euch nicht. Die Stimme ist weg. Du spielst aber selber auch mit. Ab und zu spiele ich auch nochmal mit, ja, das ist ja kein Niveau. Ja, cool. Magst du vielleicht kurz erzählen, was ist die Buku eigentlich? Also was macht ihr für die, die es noch nie davon... Zweifel, dass die Leute noch nie davon gehört haben. Magst du kurz erzählen, wer seid ihr, was macht ihr? Wir kennen euch hier vor allem aus Heidepark natürlich, aus den Mazes hier im Heidepark, aber was macht ihr denn alles eigentlich? Gerne. Wir haben hier im Heidepark angefangen, ganz, ganz rudimentär mit einer ersten Attraktion zu Halloween und dann wurde das immer größer, dann haben wir eigene Attraktionen gebaut, haben eine Struktur bekommen, sind seit 2010 Verein und jetzt mittlerweile sind wir knapp 130 Personen, wir sind ein eingetragener Verein und wir sind Erschrecker. Unser Vereinszweck ist das Bauen, Konzipieren von Attraktionen und dann das Spielen natürlich hauptsächlich. Und was wir mittlerweile machen, wir haben hier im Heidepark aktuell drei Attraktionen, die wir komplett von vorne bis hinten geplant, gebaut haben, den Sound, die Dekoration, alles selbst gemacht. Wir haben ein Kostümteam, wir bauen die Kostüme alle selber, wir haben das über dahinter auch unser Schminkteam, wir machen alle Masken selber und wir spielen dann natürlich auch, wir coachen, wir casten. Das heißt, wir sind ein Verein, bei uns kriegt man quasi die Komplettlösung des Horrors. Okay, cool. Also echt das Rundum-Paket. Genau. Ja. Und wenn man es hauptsächlich hier im Heidepark, das ist natürlich so unsere Base, hier haben wir unsere großen Attraktionen stehen, wir haben auch andere Sachen. Wir waren jetzt auf der Viking Mania und dann, wir haben schon mal in Hamburg Dungeon, in der Geisterstadt haben wir schon gespielt bei Fellerhof. Auch mal kleinere Attraktionen, aber schon das Hauptevent ist dann mit zur Halloween dabei. Okay, sehr cool. Und was würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob du jetzt für euch alle sprechen kannst, aber vielleicht auch für dich oder auch ein bisschen für alle. Was würdest du sagen, was ist so der Reiz daran? Also warum macht euch das Spaß, was ihr macht? Der Reiz an dem, was wir tun, ist, Leute zu erschrecken. Leute an ihre Grenzen zu führen, weil ihr wisst es selber, man ist natürlich sicher in den Attraktionen, wir fassen niemanden an. Allerdings versuchen wir auch unsere Attraktionen so zu bauen, ihr werdet das ja auch hier sehen, dass sie sehr immersiv sind, also extrem aufwendig dekoriert. Wir haben überall Decken und Teppich und wirklich ganz, ganz viel Aufwand getrieben, damit kein Gast mehr merkt, dass er in der Kulisse ist. Und tatsächlich liegen die Gäste das nach kurzer Zeit auch ab. Und dann finden sie sich komplett in dieser Story und dann schrecken wir sie, dann spielen wir denen eine Story vor, dann rufen wir Emotionen hervor und wenn die dann völlig fertig rausgehen und sagen, boah, war das geil, ich habe aber so doll geschrien, dann freuen wir uns und das ist unser Antrieb. Also wir wollen im Prinzip den Leuten, die den Horror live erleben wollen, ein tolles Erlebnis geben. Und wie ist das, was muss man mitbringen, wenn man selber sagt, ich will auch mal Erschrecker sein? Was sind so die Voraussetzungen, was muss man können? Wir haben eine große Bandbreite an Posten. Wir haben, ich nenne es jetzt mal einfache Erschreckerposten, man steht halt in der Kulisse und erschreckt Leute. Allerdings bei uns nicht mit Bu, auch wenn wir Bu-Crew heißen, aber Bu ist bei uns tabu. Bu ist tabu, ja, merkt ja, es euch. Ja, das ist gut, das muss ich das nicht mehr aufschreiben. Bu ist tabu. Genau, und was man auch nicht sagen darf, ist, was macht ihr hier, ihr dürft nicht sein, geht weiter. Das ist bei uns verboten, das darf niemand sagen, weil das wäre ein Jahr, wo das jeder zweite Posten gesagt hat, aber das verbieten wir jetzt. Ja. Dann haben wir natürlich etwas aufwendigere Rollen, wo man auch mit Effekten spielt und dann haben wir die Sprechrollen, also am Einlass oder den Morten. Und da haben wir eine große Bandbreite und eigentlich ist so ziemlich jedem was dabei. Was man aber auf jeden Fall mitbringen muss, ist natürlich die Lust daran, sich zu verkleiden, in eine andere Rolle zu schlüpfen, diese Story zu leben, zu transportieren. Und man darf natürlich keine Scheu haben, so etwas von Menschen zu tun. Okay. Weil wenn man da zu scheu ist, dann funktioniert das nicht, weil da gehen sehr viele Gäste dran vorbei. Allerdings auch meistens schreiend, rennt oder heulend. Also das ist dann auch schon eine gewisse Befriedigung. Aber so ein ganz mini kleines bisschen Rampensau muss man schon sagen, um das zu tun.
Na gut, dann ich hoffe, dass wir diese Voraussetzungen mitbringen. Ich bin sehr zuversichtlich. Doch, ich bin sehr zuversichtlich, weil wir werden uns jetzt gleich mal in so eine Rolle begeben und wir werden das ein bisschen dokumentieren für euch. Ja, was so der Prozess ist und ich bin sehr gespannt. Ihr habt das noch nie gemacht. Ja. Danke für diese Möglichkeit schon an der Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Ja, ich auch. Lasst die Gäste rennen. Wir geben unser Bestes. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Danke sehr. Ja, danke. Tschüss. Haben wir natürlich einen Vorbereitung. Du darfst heute Ballerina sein. Wirklich? Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Wie cool. Und für dich? Oh, ich bin richtig geheilt. Aber den Clown vorbereitet. Hey, je, Mine. Ja. Yeah. Du kriegst natürlich auch noch was ein bisschen zum Scaren dazu. Kannst ein bisschen Krach machen. Darf ich es ausprobieren? Kannst du ausprobieren. Uiuiuiui. Ja, ich könnte hier richtig heute raufhauen. Super, vielen Dank. So, ich würde sagen, wir schmeißen uns mal in unsere Klamotten und dann, ich bin gespannt, wie wir gleich hier aussehen. Spannend. Auf geht's. So, ich würde sagen, wir Kostüm. Sehen, wir sind schon mal kostümiert. Ja. Nathalie sieht unglaublich toll aus. Oh, danke. Ja. Du siehst auch ganz ich sehe okay ein bisschen gruselig aus. Aber wir sind ja natürlich noch nicht fertig. Es fehlt noch das Make-up. Und ja, ganz wichtiger Teil. Und ja, wir haben hier so, ja, sag mal, Make-up-Artists, würde ich mal sagen, die das vielleicht nicht professionell machen, aber professionell auf Horror machen. Und ich bin gespannt. Dann bin ich sehr gespannt, was wir jetzt bekommen. Wir gehen jetzt das Gesicht waschen und dann geht's los mit unserem Schminkabenteuer. Dann geht's los mit dir. Gucken wir das erstmal bei dir an und dann bin ich dran. Das ist sehr spannend. Während Matthias jetzt geschminkt wird, gleich oder er darauf wartet, geschminkt zu werden, dachte ich, ich gucke mich hier mal kurz um, wer hier noch so ist. Ich habe gesagt, voll nicht awkward, aber. Und ich habe Jessi gefunden. Ja, ich dachte, vielleicht mag Jessi uns ganz kurz etwas zu ihrer Motivation erzählen. Während sie sich schminkt. Also, das hat Priorität. Das wird sehr cool. Aber Jessi, wie lange bist du schon bei der GoPro? 2014, okay. Ich glaube, ich erinnere mich noch an dein erstes Jahr, wo du dich so gefreut hast, weil du da an diesen Ketten hängen durftest oder so. Im Inferno noch, ne? Ja! Ja. Da war ich auch dabei, also dabei, da habe ich dich besucht im Inferno. Ja. Cool. Und wie bist du dazu gekommen? Also das. Wie bist du auf die Buku gekommen oder auf die Idee, das zu machen? Naja, wir sind ja generell sehr gerne, also wir sind ja Freizeitpark Besucher und dann sind wir natürlich auch im Heidepark gegangen und haben das schon besucht. Und als ich dann 18 war, bin ich eingetreten, das Casting mitgemacht und dann bin ich direkt eingetreten. Das heißt, man kann das ab 18 Jahren? Genau, man muss 18 Jahre. Achso, du hast also richtig drauf gewartet? Ich habe drauf gewartet, ja. Cool. Und du machst es doch immer mit der gleichen Leidenschaft wie vor, oh Gott, 8 Jahren? Ja. 8 Jahre schon, ne? Ja, 8 Jahre ist das schon her. Wahnsinn, oder? Okay. Und du wirst heute auch in Obscuria spielen. Ja. Also das sieht man jetzt wahrscheinlich schon. Das ist nicht schwer zu erkennen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen dich in Ruhe dich weiterschminken. Danke. Viel Spaß, man sieht sich sicherlich noch nachher. Gut, und wir gucken mal bei Matthias vorbei, weil der wird jetzt nämlich geschminkt. Wenn irgendwas brennen sollte oder so, sag Bescheid. Ja. So Silikon ist eigentlich super hautverträglich. Wie hast du das Gefühl? Als würdest du mir Essen ins Gesicht schmieren. Ja. Ist es ja auch zur Hilfe, ne? Von daher. Ja, so professionell bist du noch nie geschminkt worden. Nee. Bist du schon mal geschminkt worden? Nee. Noch nie? Wofür denn? Ich spiele doch gegenseitig, oder nicht? An Halloween? Nee. Also ich sehe dich immer bei Insta irgendwie kostümiert geschminkt in irgendwelchen Parks. Gerade zu Halloween, aber du noch gar nicht? Ja, ich habe mich immer selber geschminkt, aber... Ja. Ja. Ja, so fing das bei mir auch mal irgendwie alles an. So ein bisschen zu Halloween selber geschminkt, dann in den Verein eingetreten und nach alles selber beigebracht so ein bisschen und jetzt, ja. Ist auch bei allen hier so, dass ja, das einfach so... Ja. Learning by doing, ne? Okay, cool. Außer generell der Maze-Bau ist auch alles Learning by doing. Klar, wir haben so Tischlernverein,
Die können halt dann Wände hochziehen und andere Dinge bauen, aber cool. Prinzipiell auch so Deko ist auch alles aus Kreativität und Interesse an dem Ding. Ganz nice. So, jetzt muss kurz trocknen. Ja, lass es. Irgendwas ungemütlich im Gesicht oder so? Nein, ich versuche mir nur wenig Mühe zu machen, um es nicht zu zerstören. So. Mein Pony habe ich gerade versucht, ein bisschen zu bearbeiten. Meine Haare sind schon ein bisschen gefärbt jetzt, weil ich habe einen Kamm benutzt, der irgendwo Farbe dran war. Aber auch ganz interessant, was ihr gerade so im Hintergrund hört. Hier werden gerade Stimmübungen gemacht, also um die Stimme so ein bisschen aufzuwärmen. Cool irgendwie. Generell so spielen, mit den Gästen agieren, reden, das geht so auf die Stimme. Das ist klar. Ich bin auch eigentlich jedes Mal total heiser und habe davon ungefähr eine Woche dann was, obwohl ich meine Stimme aufwärme. Ja. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Aber so, also so professionell, weißt du, irgendwie. Ja, also, dafür, dass ihr das alles freiwillig macht. Ja. Das ist schon echt krass. Ja, wir haben eigentlich komplett für alle möglichen Dinge Teams, ne? Also Casting, ja. Coaching, die kümmern sich halt um das Casting und um das Coaching von den Spielern. Betreuen oder machen aber auch die, was mache ich auch hier? Ja, ja. Die Stimmaufwärmung. Ja, weiß nicht. Make-up, Maske, Kostümteam, Bauteam, Deko-Team, Öffentlichkeitsarbeitsteam. Ich fühle mich wie eine Leinwand. Das ist doch meine Leinwand gerade. Siehst du das als eine Art Kunst an? Ich würde sagen schon. Also man muss, glaube ich, ein bisschen kreativ auf jeden Fall sein. Ja. Du musst halt immer Ideen haben. So klar, du hast halt manche Charaktere, da machst du dir einmal Gedanken zu und schminkst sie halt jedes Mal dann ähnlich. Ja, ich glaube, ihr seht schon eine Verwandlung. Ich habe mich selber noch nicht gesehen. Aber, ja. Ich vertraue alle da. Das musst du jetzt auch. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich auch geschminkt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin noch gar nicht fertig. Du bist noch gar nicht. Ja, aber jetzt schon. Du kannst definitiv besser schminken als ich. Wie lange machst du das schon? Ich mach das jetzt seit fast 15 Jahren. So lang in der Buchu bin ich noch nicht. Ich habe das vorher im Gruselabyrinth gemacht. Aber die gibt es nicht mehr und ja. Dann bin ich halt zur Buchu gekommen. Ja, ich würde sagen, du bist fertig. Okay, ich gucke. Richtig krass. Ich sah noch nie so krass aus. Dankeschön. Krass, oder? Was sagst du? Ja. Guck mal in den Spiegel. Wow. Matthias ist noch dabei. Wir gehen mal bei Matthias gucken, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, mein Gesicht ist jetzt fertig. Oh, Nathalie sieht toll aus. Ich weiß noch nicht, wie ich das sehe, aber ich dachte, ich filme jetzt mal die Reaktion, wie ich mich das erste Mal sehe. Ich drehe mich jetzt mal in den Spiegel. Oh Gott. Das sieht richtig geil aus, Matthias. Ach du heilige Scheiße. Ist das krass. Oh Gott. Ist das krass. Das ist ja richtig krass. Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Partei mal so Mund. Ganz ne? Okay. Dollar, auch viel Zahnfleisch und so. Ja. Okay, das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Damit würde ich normalerweise frittieren eigentlich oder ja, so. Ja, oder backen oder. Guck mal. Okay, schön, ne? Nebel. Nebel. Wird das was? Wenn ich jetzt mal auf dem Weg zum aber es wird dann ein bisschen fest. Dann lieber noch ein bisschen Kokosnuss. Mal trocken tupfen oder halt einfach nur hecheln, also. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Genau, und immer schön. Für 30 Sekunden noch und dann okay. Bist du fertig. Mal Augen zu. Das ist krass. So, für die volle Experience gehe ich jetzt auch da rein. Für einen Tag ohne Sonnenschein. Okay, machst du schon mal sehr gut. Sehnsüchtig. Sehnsüchtig. Wir werden sie fertig machen. Teilen wir uns den ersten. Ja! Und wie? Thank you.
tanzen. Komm mit. Ich habe eine Überraschung. Wir sind durch, die Stimme ist auch noch da. Wir haben jetzt tatsächlich bis kurz vor 10 gespielt. Also eigentlich wäre geplant gewesen, dass wir nur 2 Stunden mitspielen, aber wir hatten Bock. Es hat Spaß gemacht. Und wir dachten so, wir ziehen das halt bis zum Ende durch. Aber genau, wir werden, glaube ich, nachher noch mal kurz so ein bisschen mehr erzählen zu allem, was so passiert ist heute, was wir nicht filmen konnten oder generell ein bisschen von unserer Erfahrung berichten. Aber erstmal haben wir noch was vor, weil wir können so nicht schlafen gehen. Nee, wir müssen uns jetzt abschminken. Ja, damit wir wieder einigermaßen so aussehen, dass wir im Straßenverkehr fahren können. Ja, schade, weil das ist echt richtig, richtig tolles Make-up. Cool, ja. Ich habe auch sehr viele Komplimente von den Gästen dafür bekommen. Ich habe auch meinem Make-up-Artist schon gesagt. Na gut, dann fängst du an. Ja, okay. Es tut gar nicht weh. Es ist einfach so befreiend. Ui. So, das Grobe ist ab. So, wir sind abgeschminkt, noch nicht ganz komplett. Können wir kurz sagen, wir melden uns gerade aus einem geschlossenen Freizeitpark bei Nacht. Spannend. Wir werden eben, meine Haare sind noch fettig, aber sie riechen nach Kokosnuss. Ist schön. Riech mal dran. Ich riech nichts. Okay. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, was wir jetzt nicht so zeigen konnten. Also wir sind, doch, das haben wir, das konnten wir eigentlich relativ viel zeigen, ja, glaube ich. Also wir sind ja dann alle zusammen zu der Maze gegangen. Da haben wir noch eine kurze Sicherheitseinweisung bekommen, wo uns noch mal sowas erzählt wurde. Eben genau, wo sind die Notausgänge, was ist im Fall XY zu tun. Es gibt auch ein Klo übrigens, das ist vielleicht auch ganz interessant. Man kann auch aufs Klo gehen zwischendurch, also man muss nicht anhalten. Und ja, aber es ist zum Glück auch kein Notfall eingetreten bei uns. Also es ist wirklich, war wirklich mega cool. Also ich hatte zwar Leute, die auf dem Boden waren, die geheult haben, aber gut, ich sehe das als Kompliment. Ja, und wie war das? Also ihr habt ja hoffentlich ein paar Eindrücke gesehen. Wir haben also, ach so, vielleicht an der Stelle möchte ich mal ganz herzlich Dankeschön unseren Kameramann sagen, Niklas. Weil Niklas hat super viel gefilmt. Er hat eigentlich alles, fast alles hat Niklas gefilmt, was ihr gesehen habt. Und richtig viel, wirklich, voller Körpereinsatz. Ja, wirklich, er ist da, also es war ja eine Herausforderung für ihn, dass er filmt, ohne dass die Besucher, die durch das Maze laufen, ihn sehen, hat er wirklich super gemeistert. Ich habe manchmal gefragt, Matthias, wo ist Niklas eigentlich? Ja. Und ich dachte, ach so, da sitzt er gerade irgendwo in der Ecke. Irgendwo unten, so liegend auf dem Boden. ich habe da gesehen, ich war eine Ballerina, du warst ein Clown und wir haben so ein bisschen zusammengearbeitet, wir haben das so ein bisschen entdeckt, dass das eine mega gute Strategie ist, dass ich erst die Leute ablenke und dann Matthias irgendwie aus einer Ecke kommt. Ja, also hat richtig gut geklappt, weil die Leute haben alle so auf Natalie geguckt, dann kam ich so von der Seite. Das war mega. Ja, aber irgendwann war zu viel Nebel, dass man nichts mehr gesehen hat und wir auch nur wo sind die Besucher? Und ihr wisst, diese Maze ist extrem episch und wir hatten diese Epicness einfach die ganze Zeit. Wie lange? Ja, keine Ahnung, 4 Stunden oder so. Das war wirklich, ich habe die ganze Zeit diesen Nebel einfach so gefeiert. Die erste Stunde mussten wir ohne Dunkelheit und Nebel spielen. Das war auch nochmal herausfordernd, weil das ist natürlich immer was anderes, aber in der Dunkelheit wurde es dann so richtig cool. Oh, der Nebel, das war wirklich, wirklich cool. Ich glaube, wir gehen mal zum Auto. Wir melden uns auch mal beim Auto gleich.
ganz kurz, weil wir müssen aus dem Park raus jetzt. Aber da nochmal ganz kurz mit dem Rest. So, wir sind im Auto. Und wo waren wir stehen geblieben? Schlaf. Ja, also es war wirklich anstrengend, aber absolut. Es hat auch mega viel Spaß gemacht. Wirklich, es war wirklich cool. Also ich finde, es war wirklich einfach die Erfahrung wert. Ja. Also wenn ihr mal die Gelegenheit dazu habt oder die Zeit dafür habt, versucht es mal als Scare-Actor/Erschrecker. Das macht einfach richtig viel Spaß, die Leute so zu erschrecken. Das, alleine sich so dieses vorzustellen, dass man fühlt sich ja noch als sich selbst, als die Person. Und dann kommen so Leute auf dich zu, die haben einfach Schiss vor dir, so richtig Schiss. Die haben echt Angst. Und das ist einfach so cool. Also klar, es gab natürlich viele Leute, die waren so, ja. Na, viele waren, also ein paar. Aber gab auch viele, die haben dann so geguckt. Ja, die waren so. Also das ist klar, man kennt das. Ich bin ja auch so, wenn ich durch den Make-up, also ja, nicht ganz so extrem, weil ich bin jetzt dran gewöhnt. Es gab aber auch die fasziniert waren, so, oh, cooles Make-up, so richtig geil. Ja, also, stimmt, das war so wirklich, wirklich sehr gemischte Reaktion. Einmal, ich stand auch ganz oft so im Nebel und habe halt so im Nebel getanzt und dann habe ich auch einmal von einem Besucher gehört so, boah, guck mal, wie toll das aussieht mit dem Nebel. Und ich dachte so, yes. Das hätten genau meine Worte sein können. Ich dachte so, ich will, dass die Besucher ein episches Erlebnis haben. Und das hatten sie, denke ich, hoffe ich. Ja, und ich muss echt auch noch mal sagen, an die Boo-Crew, großen Respekt. Also, dass die hier, ich glaube, 6-8 Abende teilweise spielen die hier. Und das ist alles freiwillig. Also, die bekommen da keinen Cent für. Das ist so viel Engagement. Das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Also, wirklich mein allergrößten Respekt vor der Arbeit. Das als Hobby so zu machen, ist richtig cool. So viele Leute damit glücklich zu machen. Gut, erschrecken, aber im Endeffekt ist es halt, ist ja Spaß. Ganz, ganz, bin echt platt, was die hier leisten. Und es war ja auch nur ein Mace. Und wir haben von dem Mace ja gar nichts gesehen. Wir waren wirklich nur in unserer Position. Da gab es ja noch ganz viel mehr. Wir waren, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt waren. Weiß ich nicht. 10, 12, noch richtig mehr. Richtig viele. Noch mehr, glaube ich sogar. Ich kann es gar nicht sagen. Und es gibt ja noch zwei andere Maces. Ja. Und ja, was man vielleicht auch noch so erzählen kann, was man jetzt sonst nicht so mitkriegt. Es war auch immer, wir hatten zweimal eine Pause auch. Also ja, muss man halt. Die mussten nicht durchspielen. Die ganze Zeit, wir haben zweimal eine Pause gemacht, wo dann halt keine Timeslots vergeben wurden in der Zeit. Und es kam sehr regelmäßig immer wieder jemand vorbei und hat gefragt, ob alles okay ist, ob wir was brauchen. Wir haben Getränke bekommen, wir haben Snacks bekommen. Also wir haben auch noch zweimal ein warmes Essen bekommen. Einmal vorher, einmal nachher. Also es wurde wirklich sehr gut um uns gesorgt. Und und wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch Bock, sowas mal zu machen. Ja. Ich glaube, die Boo-Crew empfängt immer gerne neue, es gibt, neue Mitglieder. Immer mal wieder Castings. Also es ist nicht so, dass man da einfach irgendwie hingehen kann und sagt, ich bin jetzt Erschrecker. Man muss sich ein bisschen beweisen. Genau, also muss schon irgendwie so die Persönlichkeit dafür haben. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann habt ihr das sicherlich. Ja. Also, ich glaube auch. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Vielleicht macht ihr sowas schon, habt es schon mal gemacht. Oder vielleicht habt ihr Bock darauf. Lasst es uns gerne wissen. Und ich würde sagen, wir beenden das Video auch an die Buche nochmal. Ein herzliches Dankeschön, dass das möglich war. Oh, und dann den Heideparken. Genau, und eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben schon mal was Tolles in Kooperation mit der Buche gedreht. Und zwar ein Video Backstage in den Mazes, vor allem im Grand Hotel Morton. Ja, aber auch Subterra und Obscuria. Ja, ein kleines bisschen, aber hauptsächlich das Hotel. Und guckt da unbedingt rein. Das war wirklich, wirklich spannend, was wir da gezeigt bekommen haben. Und auch mal so ein Maze unbespielt zu erleben. Und auch halt auch Backstage cool zu sehen, wie das funktioniert überhaupt. Ja, also das ist wirklich, das verlinke ich euch an der Stelle. Und wir fahren jetzt los. Wir fahren Montag nochmal in den Heidepark. Da aber werden wir dann zeigen wir euch so das Event. Genau. Nicht hinter die Kulissen, sondern da geht's vor den Kulissen. Da geht es wirklich als Besucher. Wir werden uns auch verkleiden. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht zuerst hochlade. Mal gucken. Ihr wisst es dann jetzt an der Stelle wahrscheinlich. Entweder das ist schon online oder ihr könnt euch noch drauf freuen. Aber auf jeden Fall haben wir natürlich wieder, wie traditionsgemäß am 31.10. ein Halloween-Kostüm. Hab ich schon fast ganz vergessen. Und das ist eine Überraschung, wie immer. Aber für dieses Video soll es das gewesen sein. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dieses besondere Video. Wir hatten auf jeden Fall großen Spaß, hat uns sehr gefreut. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.
Anfang sagen, jetzt weiß ich, warum ihr sagt, man braucht keine Jacke. Hoo 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 hoo!